Es gibt zwei Arten von Videospielen. Die einen wollen eine eigene Welt erschaffen, abseits von der teilweise traurigen Realität, und die anderen wollen die Realität so gut wie möglich nachstellen. Mit anderen Worten, simulieren. Sim Racing ist genauso eine Art von Spiel, beziehungsweise sogar ein ganzes Genre. Sogar ein ziemlich großes. Aber wieso haben wir dann bisher so wenig davon mitbekommen? Naja, kurz gesagt, die professionelle Sim-Racing-Szene ist nicht so ganz ohne Kontroversen und schafft's leider nicht so ganz, sich seriös zu etablieren. Wir sagen euch, warum das so ist. Die Anfänge von Sim-Racing waren wie bei vielen anderen Games auch in den Arcade-Hallen der 1980er. Damals war es unvorstellbar, ein eigenes Lenkrad und Pedale für ein Spiel zu kaufen, und alleine deshalb waren diese Hallen so beliebt. War einfach etwas Besonderes. Mittlerweile kauft ihr das ganze Setup mit Sitz und Feedback für zu Hause für Peanuts auf Laben. Andere Zeiten einfach. Aber die Simulatoren waren damals schon erstaunlich weit fortgeschritten für ihre Zeit. 1986 ist mit WEC Le Mans ein Simulator erschienen, der zumindest im Ansatz probiert hat, G-Kräfte zu simulieren, und es war auch das erste Spiel mit Force Feedback. Also ein kleiner Vibrator im Sitz und Lenkrad, der dich, vibrieren lässt. Der absolute Gamechanger für Simracing kam dann im Jahr 1997. Gran Turismo. Wussten wir ja als Kinder gar nicht, wie bahnbrechend das war. Das Spiel war das erste seiner Art, das probiert hat, Autos und ihre Fahrphysik so realistisch wie möglich zu gestalten. Und das auf der PlayStation 1 und nur mit Controller. Lenkräder für daheim gab's zu dieser Zeit nur für die PC Master Race. Gran Turismo war aber exklusiv für die PlayStation, also leider keine Möglichkeit, irgendwie mit Lenkrad zu spielen. Aber trotzdem, Gran Turismo war Simracing für den Mainstream. Und das zum ersten Mal. 2008 kam dann der Autohersteller Nissan ins Spiel. Eine Kooperation mit Polyphony und Sony führt dazu, dass die GT Academy ins Leben gerufen wird. Das Ziel dieser Akademie ist, den besten Gran Turismo Simracer in ein echtes Rennauto zu stecken. Wurde übrigens auch verfilmt. Die Story, der Film heißt einleuchtenderweise Gran Turismo. Der Aufschrei, vor allem außerhalb der Gaming-Community, war riesig. Wie kann Nissan einen Nerd, einen Amateur ohne vorherige Erfahrung im Real-Life-Racing in ein Auto stecken, wo er mit dem geringsten Fehler sein eigenes und womöglich sogar das von anderen Fahrern gefährdet? Die Bedenken waren aber recht schnell vom Tisch gewischt. Warum? Die ersten drei Absolventen der GT Academy sind den alteingesessenen Motorsportlern als Rookies schon davon gefahren. Das hat natürlich Eindruck gemacht. Der größte Erfolg war dann, als einer der Absolventen zum ersten Mal in einem echten Auto bei einem Rennen mitgefahren ist, in Dubai. 2011 holt Jan Martinborough, der wirklich noch nie bei einem echten Rennen mitgefahren ist, den dritten Platz beim 24-Stunden-Rennen von Dubai. Von ihm handelt übrigens auch der vorhin erwähnte Film Gran Turismo. Das Ergebnis von Martinborough hat ganz klar gezeigt, Simracing kann auch echte Rennfahrer hervorbringen. Jetzt ist der Mainstream an Bord und auch die alteingesessenen Rennsportlobbyisten müssen sich beugen. Vor allem die größte Einstiegshürde des Rennsports ist jetzt eigentlich gefallen. Geld. Bisher konnte man nur mit Millionenbudgets überhaupt zu so einem Rennen kommen. Jetzt reicht reines Talent. Simracing ist jetzt seriös und wichtig. Von so einer Ausgangslage kann herkömmlicher E-Sport eigentlich nur träumen. iRacing, R-Factor 2, Assetto Corsa Competizione, Automobilista, Formel 1 und viele, viele mehr. Die Szene boomt. Und trotzdem passiert nach 2010 etwas, das irgendwie keinen Sinn macht. Simracing wird von den anderen E-Sport-Titeln überholt. Auch dass die GT Academy von Nissan 2015 eingestellt wurde, hat nicht unbedingt geholfen. Es wurde still im Simracing. Natürlich gab es noch Wettbewerbe, aber das war alles nur noch eine kleine Nische, so wie zu Beginn. 2017 kam dann das nächste große Ding im Simracing. Liberty Media will eine Formel 1 E-Sports-Serie aus dem Boden stampfen. Das Medienunternehmen hat erst im selben Jahr alle Rechte an der realen Formel 1-Weltmeisterschaft erworben und jetzt wollte man auch seine E-Sport-Sparte erschaffen. Viel Geld fließt, viel Planung passiert und dann kommt 2020. Wir wissen alle, was 2020 begonnen hat. Bitte reden wir nicht mehr darüber. Was für die Veranstaltung mit viel Live-Publikum ein Horror war, muss für E-Sport Formel 1 eigentlich das Beste sein, was passieren konnte. Covid war ein indirekter Buff für die E-Sport-Szene allgemein, deswegen die Idee von Liberty Media. Der erste virtuelle Grand Prix.
ehemalige Formel-1-Fahrer, E-Sportler und auch andere Sportler wie der belgische Torhüter von Real Madrid wurden ins virtuelle Rennen geschickt und die Events waren ein voller Erfolg. Angeblich, wir haben das noch nie gehört, aber wir glauben das mal so. Für die Sim-Racing-Community war das aber ein Traum. Menschen, die vorher keinen Kontakt hatten mit E-Sports, konnten einen sehr cool aufbereiteten ersten Kontakt zu E-Sport haben. Ja, das Ganze war noch ein bisschen als Spaß-Event aufgebaut, aber trotzdem ein Erfolg. Wesentlich ernsthafter war dann das 24 Hours of Le Mans Virtual. Der Ersatz für das damals abgesagte Langstreckenrennen hatte $250.000 Preisgeld und ist auch von der FIA, die Schiedsrichter von den echten Rennserien, lizenziert gewesen. Das war schon ein großer Deal zum damaligen Zeitpunkt und so etwas hat es im Simracing noch nie davor gegeben. E-Sportler sind mit echten Racern in Teams zusammengekommen, um eines der legendärsten Rennen zu fahren. Nur eben virtuell. Das Event war ein voller Erfolg, aber gleichzeitig auch ein bitterer Verlust. Es gab technische Probleme und die plagen die Szene bis heute noch. Die erste Ausgabe von Le Mans Virtual hat aus Problemen bestanden, die wir als Gamer ganz normal finden. Normale Zuseher und Teilnehmer aber eher nicht so. Server- und Internetprobleme. Gefahren wurde nämlich mit dem R-Factor 2 Simulator und die Serverinfrastruktur dieses Spiels ist absolut nicht für so ein massiv großes Event ausgelegt gewesen. Ganze Teams sind random und mitten im Rennen vom Server geflogen. Für die war das Rennen vorbei, so ein Rückstand lässt sich einfach nicht mehr aufholen. Und mit der nächsten Frage kommen wir auch direkt zum größten Problem von Simracing und ziemlich sicher dem Grund, warum ihr noch nie wirklich davon gehört habt. Lizenzen. Wenn R-Factor 2 von Motorsport Games also so shit war, wieso nicht einfach ein anderes Game verwenden? Ganz einfach. Motorsport Games hat alle Lizenzen für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans Virtual gekauft. Und die wollen natürlich, dass ihr Spiel dort gespielt wird. Das bisher letzte 24 Stunden von Le Mans Virtual letztes Jahr ist dann eine komplette Shitshow geworden. Das Rennen musste zweimal komplett unterbrochen werden, weil die Server einfach down waren und viele Teams haben im Laufe des Rennens noch zusätzlich Disconnects gehabt. Die Serverprobleme sind durch DDoS-Attacken ausgelöst worden und die waren deswegen so erfolgreich, weil Motorsport Games irgendwie nie dran gedacht hat, ihre Server vor diesen Attacken zu schützen. Und das bei den Budgets! Viele waren so angepisst, dass sie einfach während des Rennens aufgegeben haben. Und da reden wir nicht von irgendwelchen unbekannten Simracern. Einer davon war Max Verstappen, amtierender Formel 1 Weltmeister. Der hat in einem Rant die Schuld R-Factor 2 und Motorsport Games gegeben. Aber nicht nur die fehlende Serverinfrastruktur setzt der Simracing-Community heftig zu. Natürlich ist auch, wer hätte es anders gedacht, Cheaten ein Teil des Problems. Vor allem die Formel 1 Simracer werden von Cheatern im Zeitfahren überschwemmt. Die zeigen sogar öffentlich, dass sie cheaten, weil es in den Games einfach keinen Anti-Cheat gibt. Naja, war auch irgendwie klar, wenn es allgemein kaum Serverinfrastruktur gibt, keiner weiß, ob Codemasters einfach nur darauf verzichtet hat oder ob sie glauben, dass es in Simracing vielleicht keine Cheater gibt. Aber Fakt ist, dass es User gibt mit dem Namen f1cheats.net und wem das nicht reicht, dem reicht vielleicht der Zusatzfakt, dass diese User 4 Sekunden schneller sind als die besten Fahrer der Welt. Natürlich hat es dann auch nicht lange gedauert, bis es in der Pro-Scene Cheating-Vorwürfe gab. In der Online-Ära der Formel 1 E-Sports-Weltmeisterschaft gab es 2 Fahrer, die von Pros und auch Fans als Cheater bezeichnet wurden. Das ist zum einen Thomas Ronha und zum anderen Alvaro Carreton. Ersterer ist als Rookie in die E-Sports-WM eingestiegen und hat die etablierten Profis komplett überrascht. Er hat das Feld teilweise dominiert wie kaum ein Zweiter und war in einem sehr engen Feld, wenn es um die Abstände zwischen den Fahrern geht. Diese immense Stärke hat aber auch Zweifler auf sich gezogen. Seine POVs und Streams sind von Profis und Fans nach Beweisen zerlegt worden, aber gefunden hat niemand was. Und trotzdem war er für alle ein Cheater. Wir Gamer verstehen das. Irgendwann hat man einfach ein Gefühl dafür, was dauerhaft möglich ist und was nicht. Und Profis haben da natürlich ein noch schärferes Gespür. Vor allem Jarno Obmer, einer der besten F1-E-Sports-Fahrer, hat Ronha regelmäßig Cheating vorgeworfen. Das hat wiederum dazu geführt, dass sich beide Fahrer auf der Strecke nicht gerade vorbildlich verhalten haben. Auch wenn es keine endgültigen Beweise dafür gibt, ob Ronha cheatet oder nicht, hat die ganze Situation die Szene in ein sehr schlechtes Licht gerückt und es wird sogar noch schlimmer. Der andere potenzielle Cheater, den wir erwähnt haben, Alvaro Carreton, ist auch ein F1-Simracing-Profi. Das Problem bei ihm war aber, dass er auf frischer Tat ertappt worden ist, wie er einen Cheats-Ordner im Hintergrund offen hatte, während er in der Formel-1-Liga gefahren ist.
Das Ganze war sogar nicht mal elegant als Word.exe getarnt, wie das andere Cheater vorgemacht haben. Die Szene verliert dadurch natürlich an Seriosität. Genauso wie die Fortnite Pro Scene schon nicht mehr ernst zu nehmen ist wegen dem Chronos Zen und General Cheats, ist es auch bei Sim Racing so. Das darauffolgende Statement von Karaton hat dann so ziemlich jeden überrascht. Angeblich laut seiner Aussage testet er diese Cheats ja nur für Codemasters, um ihnen bei der Entwicklung eines Anti-Cheats zu helfen. Natürlich, wir kennen es alle, wir testen ja diese Drogen auch nur, um der Polizei zu helfen, diese Drogendealer schneller zu finden. Viele haben ihm zwar geglaubt, aber mal ehrlich, was sind die Chancen, dass das wirklich die Wahrheit war? Beide Fahrer fahren heute noch in der F1 eSports Weltmeisterschaft. Und auch wenn das ein bisschen witzig ist, darf man diese Image-Schäden nicht unterschätzen. Sim Racing wird wegen den ewigen Lizenzproblemen, schlecht umgesetzten Games und Cheatern einfach nicht mehr ernst genommen. Und wenn etwas schon innerhalb der eigenen Bubble nicht ernst genommen wird, wie soll es dann jemals wachsen? Hattet ihr schon mal Kontakt zum virtuellen Racing? Und wie seriös habt ihr das Ganze bisher wahrgenommen? Sagt's uns in den Kommentaren. Okay, bye!